Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Junkyard von Jebediah, auch Jeb's Junkyard genannt. Ihr kommt gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Kelvin Kerman in seiner Raumkapsel hinabsinkt und hinabtaucht in die Atmosphäre seines Heimatplaneten, um dort von seinen großartigen Taten zu berichten. Ich habe dummerweise die Aufnahme etwas zu spät gestartet, weswegen man jetzt nur das Ende dieser Mission sieht. Kelvin Kerman hat es geschafft, einen Orbit zu erreichen und kehrt davon jetzt zurück und wird allen Leuten berichten, was er denn für ein großartiger Held ist. Denn das ist er definitiv, auch wenn niemand an Jebediah ranreichen kann, was das Heldentum angeht. So, noch schnell ein bisschen Forschungsdaten sammeln und dann abwärts. So, bisschen schneller. Plöck. Das war gerade das Hitzeschild, das ich abgesprengt habe, was aber jetzt gerade unten aufgekommen ist, ne? Ist ein bisschen bumsig geworden, würde ich mal sagen. Und wir landen hier direkt in diesen schönen hügeligen Gefilden von Kerbin. So, erstmal aussteigen, gucken, was so geht, noch ein paar Forschungspunkte sammeln. So, und dann wird Kelvin Kerman direkt doch mal einen kleinen Spaziergang antreten, denn er freut sich wieder auf der Erde zu sein, beziehungsweise auf Kerbin. Hui, wie er sich... Oh, ei. Da war er etwas übermütig. Ich hatte ein bisschen Sorge, als ich das Ganze hier gespielt habe, dass er eventuell den ganzen Berg runterkugelt, aber das ist nicht passiert. Trotzdem, jetzt machen wir irgendwas, wo wir uns dran festhalten können. Wir setzen hier mal eine Flagge hin. So. Ja. Und damit auch zurück hier zum Missionscenter. Noch einmal kurz gucken, was denn so das Ganze gegeben hat. Es gab ein paar Forschungspunkte. Das ist gut. Wir haben auch ein bisschen Geld wieder gekriegt und er hat einen XP-Punkt bekommen. Sehr schön. Was wir damit machen, ist natürlich klar. Erstmal müssen wir hier den ganzen Krempel entfernen vom Start noch, der da auf der Bahn, auf der Startrampe rumgeistert. So, aber wir müssen natürlich die Forschungspunkte auch ausgeben. Und wir haben 107 Forschungspunkte, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Mal gucken, was es denn hier so Schönes gibt. Hier ein bisschen Verschalung, Aerodynamikteile und so. Ich nehme aber auf jeden Fall mal hier die Science-Tech-Dinge, weil wir damit neue Forschungspunkte generieren können und die aerodynamischen Kontrollen, weil wir damit etwas mehr Kontrolle haben über unsere Raketen, die wir bauen. So, das ist ein kleiner Testflug. Ich habe zwischendurch noch ein paar Aufträge angenommen. Man kann nämlich Aufträge annehmen, um diverse Geräte zu testen, während sie gelandet sind auf Kerbin. Oder es gibt auch ein paar Aufträge, die verlangen, dass man die Geräte testet, wenn die ins Meer gefallen sind. Und deswegen starte ich hier mal eben dieses seltsame Ding, das aus einem großen Raketenantrieb besteht und einem Sondenmodul, falls mal was schief gehen sollte, damit ich nicht direkt irgendwelche Kerbels verliere. Aber das sieht doch ganz gut aus. Das Ding versenken wir jetzt im Meer, um dann da unsere Tests durchzuführen und noch ein paar Forschungspunkte abzugreifen. Und natürlich auch, um ein bisschen Geld von den Aufträgen zu generieren. So, fall gefälligst schneller. Gibt's doch wohl nicht. Ist im Grunde genommen langweilig. Ich zeige das einmal so, damit ihr seht, wie ich so zwischendurch meine Zeit vertreibe, weil ich halt immer mal wieder zwischendurch solche kleinen Aufträge mache, um ein paar Punkte zu generieren. Ich will jetzt nicht jedes Teste dieses Gerät, teste das Gerät und teste jenes Gerät. Missionen will ich jetzt nicht unbedingt zeigen, aber die sehen halt so aus. Könnt ihr euch vorstellen. So, gleich mal in das Strategiezentrum marschiert. Denn ich habe festgestellt, wir haben genug, also wir generieren genug Reputation. Was wir brauchen, sind allerdings Forschungspunkte. Also machen wir hier so ein kleines Ding, damit wir aus der Reputation, die wir gewinnen, Forschungspunkte generieren. Wir kriegen dadurch natürlich etwas weniger Ansehen. So, noch ein paar Missionen, wie die wir gerade gesehen haben, gemacht. Ja, noch ein paar Teile getestet, gelandet und im Wasser und so. Und schon haben wir wieder ein paar Forschungspunkte, die wir dann auch direkt mal ausgeben. Und ich bin mir gerade nicht sicher, was ich hier nehmen soll, weil die Auswahl ja doch jetzt schon ganz gut ist.
Ja, Mensch. Ja, es gibt einige Dinge, die ganz nützlich sind. Die Electrics zum Beispiel, wenn man mal längere Sondenmissionen starten will. Aber ich denke, ich werde hier die Fuel Systems nehmen, weil es nämlich hier diesen Fuel Duct gibt, mit dem man ein effizientes Staging-System bauen kann, nämlich das Aspirator Staging, mit dem man große Traglasten in den Orbit bringen kann. Apropos große Traglasten in den Orbit bringen, diese nächste Mission hier ist dazu da, um einen Satelliten in die Umlaufbahn zu befördern. Das ist eine Mission, die man uns gegeben hat, wofür wir gut bezahlt werden. Und das will ich gleich mal machen. Ich habe hier diese Rakete designt. Obendrauf sieht man die Verschalung. Da drin versteckt sich die Sonde. Und der Rest ist dazu da, um die Rakete hier in den Orbit zu bringen. Ich habe das ganze System nicht getestet an dem Punkt. Was ich vielleicht vorher hätte machen sollen, ich bin nämlich ein bisschen unsicher, was das, genau, was die Aerodynamik angeht. Ich benutze ja Ferrum Aerospace und bin damit noch nicht so ganz warm geworden und hier bin ich einfach mal zu sehr von meinem Geschwindigkeitsvektor abgedriftet und da ist das Ding gleich auseinandergebrochen. Also nochmal, diesmal sieht man, haben wir unten ein paar Flügelchen dran gebaut, zum Stabilisieren der Rakete. Das müssten sogar Control Surfaces sein, die wir ein bisschen anwinkeln können, je nachdem, wie wir es gerade brauchen. Ansonsten hat sich an der Rakete nichts verändert. Ich musste nur darauf achten, dass ich nicht mehr als 30 Teile verbaue. Deswegen habe ich bei der Ladung, die da sich hinter der Verschalung versteckt, zwei Solarpaneele eingespart, glaube ich. Gut. Dürfte aber kein größeres Problem sein. Es geht ja nur darum, diesen Satelliten in den Orbit zu bauen, in den Orbit zu hauen, der uns da von der Firma vorgegeben wird, damit wir das Geld kassieren und noch ein paar Forschungspunkte generieren. Und ich versuche hier einzudrehen, ist aber nicht so leicht, denn durch die aerodynamischen Eigenschaften dieser Rakete, insbesondere durch die Control Surfaces da unten, neigt diese Rakete dazu, sich immer wieder so zurückzudrehen. Zum Geschwindigkeitsvektor. Es ist also nicht so leicht, da den Geschwindigkeitsvektor zu ändern, aber wenigstens verliere ich nicht komplett die Kontrolle über das Ding und es dreht sich nicht quer durch die Gegend und fällt auseinander. Sieht also ganz gut aus, würde ich mal sagen. Wir sind schon bei 17 Kilometern Höhe. Das ist doch mal opti-dopti. Opti-dopti-dopti-dopti. Ja, sehr schön. Das gucken wir uns jetzt auch mal an, wie diese Sonde da dem Sonnenaufgang entgegenfliegt. So, mal kurz die Höhe kontrollieren. Ja, eigentlich ist es ja so, dass man beim Start einer Rakete so horizontal wie möglich beschleunigen sollte. Denn jede Beschleunigung, die wir von dem Himmelskörper weg machen, wird ja zu einem gewissen Teil von der jeweiligen Erdbeschleunigung, also bei der Erde wäre es die Erdbeschleunigung, hier ist es die Körbelbeschleunigung, jedenfalls durch die Gravitation verringert und ist deswegen nicht so effizient. Weil wir nämlich die Delta-V, das Delta-V, das wir zur Verfügung haben, durch den Raketentreibstoff nicht so effizient nutzen können, weil wir nämlich mehr ausgeben müssen, um letztlich die eigentliche Geschwindigkeitsänderung zu erreichen, also die eigentliche Beschleunigung zu erreichen, weil wir ja von der Beschleunigung noch die senkrechte Komponente abziehen müssen, die sich eben durch die Gravitation ergibt. Also erkläre ich vielleicht mal ein bisschen ausführlicher demnächst. Das könnte ich machen. So, ich löse die Verschalung und wir fahren mal die Antenne aus, damit wir auch noch ein bisschen mehr Funkkontakt zur Sonde haben, denn diese kleine Antenne, die wir bisher benutzt haben, hat nur eine Reichweite von 5... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh, scheiße. Ja, was da passiert ist, ist körbelsches Versagen, würde ich mal so sagen. Und zwar hat irgendjemand wohl einmal zu oft auf die Leertaste gedrückt. Das ist natürlich doof gelaufen, aber
ist die Frage, ob wir eventuell mit dem kleinen Tank, den wir da noch haben und der kleinen und dem kleinen Antrieb trotzdem noch den Orbit erreichen können. Weil ich will ja jetzt auch nicht dieses Stück Technologie aufgeben. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht zu sehr, dass wir nicht aus der Reichweite des wir sind aus der Reichweite des Mission Control Zentrums. Ne, die grüne Linie, die man gerade gesehen hat, zeigte das an. Und wir haben auch keinen Strom. Ich habe das Ding so gedreht, dass es dass kein Solarpanel zur Sonne hin zeigt, was ziemlich doof ist. Ich würde mal sagen, diese Mission ist ein Fehlschlag. Diese Sonde hier können wir vergessen. Und ich versuche es nochmal. So. Gleiches Setup. Diesmal versuche ich halt nur dran zu denken, nicht die Leertaste doppelt zu drücken und die Sonde auch richtig auszurichten, dass die Sonne auf die Solarpaneele scheinen kann. Ja, das sollte sich also... Das sollte besser funktionieren. Ich lasse hier die Zeitbeschleunigung laufen. Ist im Grunde genommen der gleiche Start. Wie vorhin auch schon. Ne? Könnt ihr euch ja denken. So. Es ist ein bisschen gedudel da. Didel, 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 du. So, Staging-Sequenz. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich habe die Leertaste nur einmal gedrückt. Wir fahren wieder unsere Antenne aus. Wir sind ein bisschen zu hoch. Ich muss wirklich noch ein bisschen gucken, dass ich mit dem mit Ferrum Aerospace warm werde, weil ich so diesen Gravity Turn am Anfang nicht so gut hinkriege im Moment. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wann ich wirklich eindrehen muss, auf welcher Höhe das passiert. Dann brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Übung mit der Mod und dann wird das auch besser. Ja, sieht aber ganz gut aus. Wir werden relativ hoch steigen. Das ist auch wichtig, damit wir nicht zu weit uns schon drehen und den Funkkontakt nicht verlieren. Denn ohne Funkkontakt lässt sich die Sonde nun mal nicht steuern. Hier, da sieht man es jetzt, der grüne Balken da zeigt die Funkverbindung zum Mission Control Center an. So, machen wir also erstmal einen stabilen Orbit. Ein bisschen Richtung Boden drehen, damit unsere Apoapsis da hinten nicht zu sehr abhaut. So, sieht doch gut aus. Jetzt müssen wir natürlich noch die Inklination, also die Bahnneigung anpassen. Dazu müssen wir da, wo sich die beiden Linien kreuzen, etwa, da müssen wir Richtung Norden Gas geben. Aber ach, das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben ja jetzt auch genug Zeit. Ich muss nur dran denken, die Solarpaneele zur Sonne hinzudrehen, damit wir genug Energie haben, um das Ding auch zu steuern. So, jetzt haben wir zwei Solarpaneele. Das sieht aber gut aus. Also es ist natürlich nicht optimal, weil die jeweils noch eine gewisse Neigung haben. Aber wir laden unsere Batterien auf jeden Fall auf, wie man oben rechts sehen kann. So, dann machen wir mal einen Umlauf, damit wir wieder Funkkontakt haben und nachher unsere Inklination da anpassen können mit einem beherzten Burn Richtung Norden. So, da wo sich die beiden Linien kreuzen. Ich habe leider noch keine Manöver-Nodes benutzen, weil ich dafür erst mein Mission Control Center aufwerten muss, also aufrüsten muss. Deswegen muss ich das hier einfach per Hand machen. Aber das läuft schon. Der Orbit muss auch nicht unbedingt so genau passen, wie der von der Mission vorgegeben ist. Also der muss nicht so genau auf den von der Mission vorgegebenen Orbit passen. Es reicht, wenn das einigermaßen genau stimmt. Und wir dann diesen Orbit für 10 Sekunden halten können. So, jetzt muss ich natürlich ein bisschen zum Boden hin Gas geben, weil ich ansonsten den Mittelpunkt von meiner Bahn und der Bahn, die da gesucht wird, nicht so schön hinbekomme. So, jetzt passt es aber ganz gut.
Oh, ich kann nicht mehr reden. Blr. Ihr wisst, was ich meine, ne? So. Schön da hinten. Die Apoapsis, Periapsis, was ist das da? Kann ich gerade nicht erkennen. Muss auf jeden Fall passen. Die Bahnneigung stimmt ja schon mal. Das hat ganz gut funktioniert mit dem Punkt, den ich dann mir ausgesucht habe. Das ist halt alles so ein bisschen, raten, ne? Also ich habe da jetzt nicht irgendwie vorher groß was rumberechnet oder so, sondern ich nehme es, wie es kommt. So, wir brauchen noch einen weiteren Umlauf, damit wir da hinten... Also wir müssen jetzt natürlich da an der Apoapsis beschleunigen, aber dafür brauchen wir da den Funkkontakt. Man kann übrigens auch die Sonden programmieren, wenn man Funkkontakt hat, dass sie dann zu einer gewissen Zeit auch das Manöver selbstständig durchführen können. Aber das wollte ich jetzt hier nicht machen, weil ich ja das Manöver nicht planen kann. Ja, ich muss hier per Hand genau gucken, dass das ungefähr passt. Aber da passt es, wie man sieht, der vorgegebene Orbit ist verschwunden und der Auftrag ist erfüllt. Gibt fast 90.000 Kohlen und noch ein bisschen Wissenschaftspunkte, die erhöht sind, weil wir weniger Ansehen generieren durch unsere Strategie, die wir da neulich ausgesucht haben. Und wir haben jetzt den kleinen Antrieb noch überhaupt gar nicht benutzt. Eigentlich könnte ich das jetzt so lassen, aber ich entsorge mal da hinten die eine Stufe, die wir da jetzt zum Anpassen des Orbits gebraucht haben. Die werde ich nachher im Space Center einfach löschen, dass die dann nicht durch die Gegend geistert als Weltraumschrott. So sollte das Ding eigentlich aussehen. So, das hat uns ein paar Punkte gebracht. Ich habe auch noch ein paar kleinere Testmissionen gemacht, wie teste Gerät A, während es gelandet ist und so. Jedenfalls können wir noch ein paar Wissenschaftspunkte ausgeben, Forschungspunkte ausgeben, um nämlich hier fortzuschreiten in diesem Forschungsbaum. Und ich suche noch ein bisschen was aus und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Jebediah's Junkyard. Bis dann, macht's gut, tschüss.